erstmal anziehen. Gut, das wäre alles und wir gehen jetzt direkt weiter zum nächsten Job. Nämlich machen wir die Hauptquest weiter, nämlich Sneak into the Base. Die anderen beiden können wir noch nicht machen. Und dafür müssen wir zu Death Valley. Das ist dieses Gebiet hier. Ja, sorry, der Dark Valley. Und dieses Gebiet ist ein bisschen verstrahlt, deswegen wird es ein bisschen unangenehm. Aber wir machen das jetzt. So. Hallo. Man kann übrigens, mit der einer hat ja gesagt, von Duty joinen kann. Kann man nicht. Get out of here, Stalker. Das Fraktions-Gameplay wurde nicht implementiert. Es existiert zwar im Spiel, aber es ist nicht benutzbar. Also nicht auf dem normalen Wege. Man muss, es ist sehr gebrochen. Es gibt diese Option. Wenn man diese aber auswählt, beziehungsweise halt forst, macht das Spiel teilweise kaputt und man kann bestimmte Gebiete nicht mehr betreten, wie zum Beispiel die 100 Reds Bar, weil halt Duty ist. Und Lee ist hier dann auch gemerkt wegen der Story und dann sich, wie das Spiel funktioniert. Ein Fraktionssystem mit der Story funktioniert nicht. Das funktioniert in Spielen, also funktioniert in Modi, in dem man, das funktioniert in Freispielmodi, also dass man quasi ein Stalker ist ohne Background oder irgendwas und man einfach machen kann, was man will. Aber hier als MC Main Character hat man halt einen Zweck. Man kann da nicht einfach jetzt eine Fraktion joinen und dann irgendwelche Stuff machen. Gut, wir holen jetzt erstmal hier die zwei Artefakte. Stashes. Ich habe gerade meine Meinung geändert, wir holen nur das obere. Weil wir brauchen gerade echt nicht viel. Ich meine, wir haben. Wie viele Rubel haben wir? Scheiße, ich sehe meine Rubel nicht. Scheiße, wie viele Rubel haben wir? Ah, hier, 52.000. Scheiße, Junge, was? Wir haben 52.000, also. Wir sind voll, wir sind stacked, wir brauchen gar kein Geld mehr. Aber Slugs und das mich gerne mit. Der Eintritt zum Dark Valley ist verstrahlt, deswegen schnell durch. Oh, ich werd verstrahlt. Ist das noch mehr? Das sind Tiere, die jucken sich. Okay, gut. Puh. Geht der Steuerung wieder runter? Ja, nur langsam. Komm, wir trinken ein bisschen Wodka. Your partner is being taken to the abandoned factory. That's all I know, I swear. Okay, Scum. You can leave. Just don't let me see you ever again. Hey man, come up here. Help us grab our friend from these bastards. Follow me. I know a good place for an ambush. I'll thank you for your help. At duty, we always pay our debts. Das ist gut. Ich kenne da ein paar Leute, die nicht ihre Schulden abbezahlen. Nicht bei mir, aber derjenige, der es vielleicht sieht und sich angesprochen fühlt, weiß, dass er gemeint ist. Oh, er ist weggelaufen. Alles da. Ich lasse ihn aber auch leben, soll er seinen Wunden beenden oder halt abhauen. Ich bin kein böser Stalker. Shit. Artefakte. Er damit. Oh. Oh yeah. Hier, guck mal, wie ich hier trennen kann. Guckt euch das an. Oh fuck, Alter. Guck mal, ich kann hier bis 60 um ihn drehen. Oh shit. Guck dich das an. Ich zoome richtig. Guck dir das an.
Junge. Seht ihr das? Meine Stamina geht nicht runter. Okay, genug gealbert. Scheiße. Ich würde das hier hinstellen. Genug herumgealbert, ich mach mir die Image unkaputt. So. Und oben links hier, da sehen die Meteranzahl wird kleiner. Und ihr seht auch auf der Karte, das bewegt sich. Das Ziel. Die Banditen, die holen wir gleich dann weg mit unserem kleinen Ambush. Oh, ich bin schon ungeduldig, das muss ich später cutten. Wir schießen auf sein Kommando. Ey, jetzt lief ja gut. Thanks, friend. Hell, I already kissed my life goodbye. Thank this stalker. He's the one who helped me. Thanks, bro. Come over. Thanks, bro. Item received PS01 scope. Thanks, I got my partner out of here. Here, take this. It's from the bottom of my heart. I guess you must know this area well. What's interesting there? To the north, there's a bandit camp. To the east, an old factory. To the southwest, a deserted pig farm. And some kind of gate beyond it. I can say what's there. Never been that far. Yeah, it's egal. Just the two of you went on a scouting raid? There was another guy, Sergei. I don't know, he's gone and I haven't heard from him. The gang must have dealt with him after all. Take care. Take care, bullet. And the bullets. Bandits, those sons of a bitch, the sons of bitches were taking me to the old factory. I don't know what they were planning to do with me there. I saw them make... Tablet, Alter, was ist denn los, Junge? I saw them take another guy in there before and I never saw him after that. They've got another one of ours. There again. Ich dachte, okay. They keep him in the basement and the big unfinished building there. Help him, would you? Otherwise they'll, you know. Do you know what they've got there at the factory? I haven't heard much. All I know is that their big... Wieso will ich Big Boss sagen? Da steht nicht mal Big Boss. All I know is that their boss bought off as part of the key to the underground there. There used to be a lab or something. I did hear that bought off has been eager to get inside. But can't without the second half of the key. Ich kann nicht lesen. Aber if you're thinking of trying to get inside, think twice before you do. It's full of fucks. Fucks. Gotcha, thanks, I'll keep it in mind. I tried to help you, man. Good task. Okay, ich muss ihn retten. Thanks for help. Bye. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Eigentlich... Also, ich kann lesen. Ich bin kein Reiner. Eigentlich kann ich lesen. Keine Ahnung, warum ich so reinscheiße. Ich glaube, ich bin es nicht gewohnt, laut zu lesen. Weil ich... Oh mein Gott! Ich meine, ich lese ja niemandem was vor. Ich mache ja auch kein Synchronsprechen oder sowas. Wie Lukas Heil zum Beispiel. Ja. Üben auf der Meister. Okay, da ist ein Typ im Turm. Oh, Junge, das wird ein Shot nicht gut genug. Ein bisschen näher ran. Ich kann mich hier durch die Büsche durchlesen, deswegen. Ich hoffe, das passt jetzt einfach. Fast ein Magazin, okay? Das hat das. Nichts sagen, Leute. Nichts sagen. Ah, ich freue mich auf Stalker 2. Ich bin wirklich hyped, wenn ich das hier spiele. Die
Die haben aber keinen Alarm oder so ausgelöst, so wie ich das jetzt höre. Man hört nichts. What the fuck? Da hat jemand was gesagt. Fuck die Bitch up! Ich wusste doch, warum war aber die Luft, Alter. Ja, okay, erstmal hier Brot. Scheiß die Wand an. Okay, hier kann ich rein. Das kann ich doch nicht aufmachen wahrscheinlich. Aufmachen, ja. Den kann ich doch nicht looten, weil ich muss erst das Stash dafür triggern. Help, I'm dying. Gehen wir schnell rüber und check das aus. Ah, hier. Komm her. Lass mich mit dir reden. Okay. Shaggy. Shaggy Serge. Junge, warum hast du so einen wacky Namen, Alter? Hey, buddy. Help me. I'm a duty scout. Help me get out. I'll try. Immer weiß ich jetzt, wo er ist. Aber meinen ersten Playthrough wusste ich das nicht, dann habe ich die ganze Zeit gesucht, Mann. Im Turm. Fuck. Scheiße. Okay, ich muss näher ran, ich brauch so Deckung, das ist doch gut. Na komm. Stück Scheiße. Kann ich das hier rüberschmeißen? Er kann nicht, wartet. Schade, es hat nichts getroffen. Oh, Kiste. Nicht drin. Okay, wir müssen hier mal laufen, das geht nicht so. Das ist das Gute, ich kann jetzt laufen, ich kann jetzt lang laufen, wie ich will. Meine Stamina Bar geht einfach nicht runter. Das heißt, ich kann einfach das machen. Und ich kann so viel mitnehmen, wie ich will, weil wenn ich zu schwer bin, werfe ich die Sache einfach wieder weg. Die Waffe ist präzise, aber nicht präzise genug. Es gibt noch präzisere Waffen. Na komm her, Digga, ich hab keine Angst mehr vor dir. Gott, ganz Skeps, Alter. Okay. Ich sollte nicht diese Munition verschießen. FMJ ist nicht gut für Panzerung, aber die ist kaum gepanzert. Okay, das ist ein bisschen scheiße, ich muss in das Haus rein. Junge, wie viele sind denn da? Ist im Haus, oder? Ja. Come on! Okay, dann halt nicht, dann campt er da erstmal. Ah, gerade nicht das packendste Gameplay, aber versucht die gezielt wegzuholen. Deswegen schießt, sollte ich nicht so viel spammen. Ein bisschen angenehmer, genau. Ein bisschen langsamer angehen lassen. Hoppla. Ja, Muschelsäckes wird verkauft. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Oh, hier geht's hoch. Hier geht's ins Gebäude rein.
Oh fuck! Junge! Schön hoch, schön hoch! Drecksau! Ist das ganz hoch gerannt? Du ein Penner! Ja, mit der Munition. Hier draußen ist keiner. Da hinten. Oh! Guck mal, ich wurde auch weggepackt. Ah, ich hab gefettfingert. Weißt du, ich kann das auch. Jetzt hab ich den B5. Damit für Close Quarters verwende ich jetzt mal die Shotgun ein bisschen. Ich hab wieder zu viel Munition für die. Ist okay. Ich hab's verstanden. Exekutieren. Da, fuck. Den anderen habe ich leben gelassen, weil da keine Gefahr mehr war. Der hätte aufstehen können. Das war gerade eine Lüge, der hätte nicht aufstehen können. Ich kann zwar Russisch, aber ich verstehe 75% nicht, was die da sagen. Ihr müsst so verstehen, es ist so, als ob so ein Deutscher sagt: Hase blublin abnim am. Oder Binsam am sinbum. Da sind zwar teils deutsche Wörter dabei, aber der Rest ist so unverständlich, dass man es nicht bemerken kann. Oh fuck. Nein! Jetzt ist das gar nicht. So, jetzt bin ich wieder back im Biss, Leute. Jetzt geht's ab. Da hat der Shotgun. Ah, der hat mich voll in meinen Rücken getroffen, dieser Wichser. Du Schlawiner. So. Oh. Da hinten, in der Ecke oder was? Ich will glaube ich Sachen, nein, da ist doch gar nichts. Ich hab hier schon überall Geister, Alter. Arschau. Erstmal Wurst mit Brot, Alter. Sehr schön. Man kann die zwar nicht aufmachen, aber man kann hier durch das Ding das durchgreifen. Das ist ein netter Trick, falls ihr Sachen braucht, ne, kommt nicht ran. Also irgendwas mit dem Karma-System oder auch Diebstahl gibt es hier im Spiel nicht, deswegen könnt ihr auch alles mitnehmen ohne Repercussions. Gib mal die Munition. Brauche ich nicht.
auch vor allem, das ist auch sehr viel Munition für überstarke Waffen. Nämlich die A2 und VSS. Unglaublich starke Waffen. In russisch-sowjetischen Spielen ist es immer so, dass die A2, VSS unfassbar stark sind. Obwohl den Real Life vielleicht gar nicht so stark competen können. Ja, das ist Info. Also falls ihr irgendjemals in einem Spiel eine A2 oder eine VSS sieht, dann könnt ihr sicher sein. Und das Spiel ist russisch angehaucht, könnt ihr bin ich unfassbar. Ich meine, außer unfassbar schnell im Regenerieren. Ja, welche Alter, ich habe gerade kurz Gänsehaut bekommen. Wo kam der denn her? Geswoopt, Alter. Auf jeden Fall, guck ich's an. Ich renne. Erst wenn ich wirklich sehr lange renne, bewegt sich mal was unten nach unten. Das heißt, ich könnte weiter Sachen sammeln und immer noch weiter rennen. Was ich auch machen werde. Ich werde es ausnutzen. Also ja, hier. Sparkler, Slugs. Man kann auch diskutieren, Meatchunk Artefakte sind sehr, sehr wichtig. Weil die Debuffs sind auch nicht so stark und ich. Okay, hier geht's runter. Ja, genau hier muss ich lang. So, holen wir den Mann hier mal raus. Hey Stalker, help me out. Open the door to this damn cell. The controls are on the wall. Was geht? Thanks, bro. You really helped me. Shaggy, Shaggy. Komm, verrat mir deine Geheimnisse. Thanks, brother. I owe you one. Look, what I was able to find out. It might prove useful to you. Who knows? Borov, the one who calls the shots, has collected quite a lot of goodies. He's got a piece of the key to the lower level at the old factory. I heard the guards yakking. They said there used to be some kind of lab there. Thing is, getting close to Borov isn't so simple. Thanks for the information. It's time to get back to our guys. Something tells me we will. Something tells me we'll be lucky to get out of their lives. Das heißt, mit Absicht. Die Leute verstehen's. Kann ich mit dir handeln? Könnte ich. War ich nicht. Nope, nothing. So. Ja, Nikita Bojanov, der COO, warum er sich nicht einfach CEO nimmt, frag mich nicht. Von Battlestate Games, die Entwickler, die Tarkov machen. Ja, immer noch machen, es ist nicht drauf. Alter. Folgt er mir jetzt? Bro, nicht mehr folgen. Weiß doch nicht, wo es weitergeht. Okay, er weiß. Der hat mal einen Stream gesagt. Will, also er wollte sagen, will be. Will be, also. We will be. Und. Ne, in der Kurzform halt. Und er hat das halt nicht hinbekommen, dass er es halt wiederholt mit. We will be. Duck Blin, hat er dann genug gesagt, das ist ausgeflucht. Das ist ein Meme geworden in der Tarkov-Szene. Das war halt witzig, weil ich da auch gerade gestruggelt habe und die Stelle kam. Okay, ich bin wieder draußen. Ich glaube, ich brauchte nicht mehr. Aber ich beschütze ihn mal, weil hier sind noch Leute. Der Typ hat sich außerhalb des möglichen bewegt. Ja komm, ich lass ihn hier liegen. Oder nee, man kann dir nicht helfen und anstatt die auszubluten, lass uns solche ein bisschen umbringen. Oh, das Flash. Ich hab vergessen zu speichern, Er hat gerade getalkt, vergessen zu speichern, Alter. Das ist sehr sonderbar, wie die manchmal wegfliegen. So. Jetzt weiß ich, ich sollte jetzt erstmal in der Zukunft erstmal wieder 9x8 Munition wieder aufsammeln. Erstmal wieder kurz. Sammeln aufladen.
Dann nehmen wir das alles mit. Das ist ein Stash. Warum nicht? So. Und machen wir es mal auf den Weg nach zum Labor. Bevor wir da hingehen, gehen wir noch in dieses Haus rein. Der dort ist was sehr, sehr Witziges. Was ist das? Ah, brauchst du Hilfe, Bro? Ey, gib mir ein Medkit, ja, ja. Und dann ist der Platzsieger. Platzsieger, Platzsacker. Den ich schon getötet hab. Okay, das dauert noch ein bisschen. Er ist ein bisschen unheimlich. So. Thanks, you bailed me out for real. If I live long enough to see you again, I try to pay you back. Right now all I can spare is a juicy tip. Okay, to the south of here there's a farm where some easygoing stalkers set up a camp. One of them is selling a gauss rifle really cheap. Just 800 rubles. I was going to buy it and then got knee deep in shit. So if you got to the dough, you go right ahead. Thanks for information. Gauss rifle ist übrigens das stärkste Gewehr in Stalker und auch die stärkste auf an sich. Ja. Deswegen ist die so wertvoll und deswegen, also ist sehr wertvoll und deswegen ist es halt ein Schläppchen, wird sie für 800 verkauft. Da checken wir auch dann später vorbei. Aber erst einmal müssen wir zum Labor.